Und sie passen rein. Sie passen rein. Oh Gott. Komm mal mit. Das ist sehr, sehr, sehr schön. So, damit werde ich die Roboter jetzt auslasten können. Ich brauche... Mach die mal nebeneinander. Mach mal hier. Wahrscheinlich die ganze untere Reihe. Du stellst bitte grüne Chips her. Dafür brauchst du Eisenplatten. Eisenplatten. Bitte gleich mehr. Mach mal gleich 400... Na, 600. Weil der wird die verbrauchen, wie nichts Gutes. Und dann hätten wir gerne Draht. Draht. 1000. Wenn nicht mehr. So, dann kriegt er noch Ärmchen. Bau bitte zwei Ärmchen. So, dann brauche ich eine Drahtfabrik. Idealerweise sollte die eigentlich so stehen. Sollte die oben drüber stehen, um das direkt zu befüllen. Ich glaube, ich wechsle das einfach mal aus. So, so. So, so. Du machst jetzt bitte nicht mehr das, sondern du machst bitte Draht. Obwohl eine wird da nicht reichen und schon gar nicht eine Zweier. Aber es entlastet ein bisschen die Roboter. Das heißt, du hättest gerne nicht mehr das Zeug. Die nehme ich mal mit. Das ist kein Problem. Weg, weg. Du hättest gerne Kupferplatten. Viele. Viele, viele, viele Kupferplatten. Ja, obwohl, das muss ich gar nicht mit Ärmchen machen. Das kriegen die Jungs hin. Ja. Ja, das sollen die Roboter ja auch hinkriegen. Das war ja auch der Ansporn quasi, dass Roboter alles schaffen später. Und die neuen Roboter sind ja eh super. Die können irgendwie 8 Sachen auf einmal tragen. So, du kriegst die Module da. So, und das werden sehr schnelle Ärmchen werden müssen. Bau bitte... Oh, können wir gerade gar nicht. Blaue Chips fehlen. Ah, okay. Ja, ich hoffe mal jetzt, dadurch, dass die jetzt gleich hier... Ah, herrlich. Okay, wir müssen keine grünen Chips mehr gießen. Oh, jetzt haben wir das Problem, dass die Roboter Stromprobleme bekommen. Ja, gucken wir gleich mal. Auch noch Produktivitätsdinger reingeballert. Haben wir noch welche da oben irgendwo? Nee. Kriegst du so einen. So, ich brauche blaue Chips. Kann ich mir selber blaue Chips herstellen? Nein. Das heißt, ich muss jetzt mal von Hand oben bei den blauen Gusschips hin und das da machen. Und ja, genau das da ist ein bisschen doof, aber... Noch haben wir Roboter frei. Ja, 260 Roboter haben nichts zu tun. Dann ist alles gut. Dann können sie auch ruhig relativ sinnlose Aufgaben machen. Da, blaue Chips. Wiep, 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 ja. Oh. Ein Turm zerstört. Bisher aber keine Mauern komplett zerstört. Das heißt, da unten ist noch alles okay. 73 Türme schießen. Du brauchst flüssiges Kupfer. Was? Wo ist das Problem, Jungs? Hier ist sauberes Erz. Hä? Okay. Wir haben dreckiges Kupfer. Ganz, 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 ganz viel. Sauberes Kupfer. Ganz, 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 ganz viel. Warum schmelzt ihr nicht ein? 1200 der Lava. Oh. Wie jetzt? Wo ist meine alte Lavaanlage? Hier. Es fehlt bestimmt wieder irgendwo Wasser oder so. Ne, wir haben keine 1400er Lava mehr. Du machst doch 1400er Lava. Du wirst angeschlossen. So.
kommt aber nichts an. Oder nicht genug. Ja, ist viel zu wenig. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt von unten... Da sind auch noch Lavafelder. Das ist ein bisschen weit. Ich zapfe mal die Zöpfe an, denke ich. Damit die auch schon mal ein bisschen da was leisten können. Bau bitte... Ja, Vierer reichen davon ein paar. Was bist du für welche? Du bist auch 400er Lava. Ne, wir brauchen 200er Lava. Nichts falsch machen jetzt. Wir brauchen... Da, 1200er. Wo geht das Rohr hin? Hatte ich da schon was verlegt? Sehr kurios. Hatte ich da schon was geplant? Morgut. Bis hier geht's. Lalalalalala. So. Da. Wo? Hier. Da raus. Und hier irgendwo hoch. Da ist 1200er, da ist auch 1200er, das heißt hier eine Verbindung und eventuell eine Pumpe. Da. Aber da kommt gerade gar nichts an. Pumpe nach da. Oh oh, ich hab da was kaputt gemacht. Stopp. Da ist jetzt 1200 noch drin. Okay. Warum? Ah, okay. Du da. Wo ist mein Rohr? Da ist mein Rohr. Von da nach oben. Von. Oh, das geht nicht, weil da das ist. Ja. Kein Problem, kein Problem. Du weg. Ein weiter nach da. Du weg, du weg. Du da und jetzt nach oben. Ja, viel besser. Dahin. Pumpe. Gib ihm. So. Was? Ja, das sieht doch viel besser aus. Da kommt gleich wieder alles und da wuselt alles und wusel, 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 wusel. Jop. Gut. Was wollte ich jetzt? Blaue Chips wollte ich eigentlich, ne? Ja, ich glaube schon. Und dann habe ich gemerkt, oh, die haben ja kein Kupfer und dann war alles vorbei. Ich komme hier echt nirgendwo mehr durch. So, du kriegst kein flüssiges Kupfer ab. Du kriegst langsam welche. Speedmodule habe ich hier auch noch keine. Es fährt aber ganz schön langsam an. Ja, kommt auch nicht wirklich hinterher. Ja, wenn ich von vornherein eher auf die Electric Furnace gegangen wäre, also die MK 2, 3 und so weiter, dann hätte ich das fast alles mit den Flüssigkeitssachen überspringen können. Ich denke, ich wage jetzt demnächst den Sprung zurück zu den MK2-Furnissen wird es dann sein. Mit den MK7er Produktivitätsmodulen. Am Anfang ein bisschen wenig, aber dann nach und nach immer mehr. Und dann wird irgendwann das Flüssigkeitszeug abgesetzt. Einziger Haken, wie ich bereits sagte, sind die Chips. Das Praktische bei einem blauen Chip zum Beispiel ist, dass man sie echt am Stück einfach so gießen kann. Das heißt, wir bräuchten dann immer doppelt so viele grüne wie rote wie blaue. Aber es sollte eigentlich hinhauen. Ja. Gut, so grüne Chips werden hier. Ja, du kommst nicht hinterher, ne? Ja, da
Da muss noch ein 7er hin. Davon wahrscheinlich eh noch eine zweite. Ja, ist nicht genug Kupfer da, um das Ding zu befüttern. Also schon mal eine Entlastung für alle, dass mehr grüne Chips hergestellt werden. Gut, gut, gut. Und solange hier keine hergestellt werden, kann ich die hier mal rausnehmen, dich da rein tun. So. Rote könnte ich so theoretisch auch noch herstellen. Aber nee, erstmal froh sein, dass genug Grüne da sind, dann gucken wir weiter. Okay. Was noch alles, was noch alles? Genau, das Wichtigste ist, dass gleich die Forschung ist durch und dann kann ich die besseren Schmelzöfen nehmen. Die da, oh Gott. Da war was. Da war was Doofes. Okay. Industrial Science Packs 100. Habe ich davon schon 100? Hätte ich hier oben irgendwo die abgefahrenen neuen Sachen. Da müssen auch alle nach unten. Wie viele hast du? Du hast 400. Ja, das reicht. Gut. Nicht du, sondern du. Das heißt, jetzt erforschen wir die Flüssigdinger und wenn wir die Flüssigdinger haben, dann... Das sind die Technologiedinger, oder? Nee. Ah, Technologie kommt danach. Boah, also sind noch ein paar Schritte dazwischen. Aber sollte einigermaßen schnell machbar sein, zumal die Dinger da ja auch sehr, sehr schnell sind. Ah, könnte ich sogar Produktivitätsmodule reinhauen. Aber nein, nein, nein. Geschwindigkeit macht da, glaube ich, mehr. Brutzel, brutzel, brutzel. Ja, guck mal, wie das durchrattert. Sehr schön. Okay, Erz wird auch noch transportiert. Roboter haben wir genug. Woran mangelt es denn gerade? Na, noch ein Vorteil, wenn ich zurück auf die Furnace gehe. Ich kann hier sehen, wie viel Eisen und Kupfer ich habe. Das kann ich bei den Flüssigkeiten nicht. Das ist extrem ärgerlich. Ich spare mir die ganzen Wust mit der Lava-Geschichte auch. Und, ja, es hat recht viele Vorteile. Aber gucken wir erstmal. Ich sollte jetzt schon mal in Richtung Flüssigkeiten gehen, dass ich hier die Science Packs machen kann. Wir brauchten dafür Schweröl, Leichtöl und dreckiges Wasser. Dreckiges Wasser haben wir schon mal hier. Leichtöl haben wir da. Schweröl kann ich da abkappen. Ich mach mal da unterirdisch, da wieder hoch. Das ist Schweröl. Jupp, gleich das nächste. Ah nee, kannst du nicht, weil du noch nicht die hast. Dann warte einfach mal. Ich muss ja nicht durchgehend forschen. Das tut, glaube ich, auch unserer Wirtschaft, wollte ich schon sagen, ganz gut, dass sie jetzt ein bisschen Ressourcen für andere Sachen ausgeben kann. Also, ich brauche... Wo wird das eigentlich hergestellt, das Science-Pack-Ding? In einer Fabrik. Okay. Du stellst jetzt bitte her Fluid Science Packs. So, dreckiges Wasser von unten. Das passt super. Schweröl von da ist jetzt unpraktisch, aber okay. So, und Leichtöl von da hinten. Sieht jetzt nicht schön aus. Aber ist doch gar nicht mein Anspruch. Das wird hier alles irgendwann abgerissen und umgebaut. Nein, 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 nein. Das war jetzt nicht gut. Oh, das ist alles kaputt. Alles kaputt. Gut. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Na. Du hast noch Schweröl drin, okay. Schweröl. Unterirdisch. So. Das muss auch noch weg.
alle zerstört. Ein Turm, ist okay. So, Schwegel, Schwegel, Schwegel. Alles gut. Du musst komplett weg. So, ich hätte gerne Schweröl. Nicht wieder so. Sondern so. So. Habt ihr das bald mal, Türme? Drei Türme schießen. Was? Ja, vertraue den drei Türmen. Das schaffen die irgendwann. Die Roboter kämpfen gegen an, indem sie alle Wände neu setzen, alle Türme neu setzen. So, du, du. Ein Mini-Durchgang. So. Jetzt beim Leichtöl bitte keinen Fehler machen. Du musst doch einfach nur da raus. Daran. Genau, und jetzt arbeitest du. Und eigentlich hätte ich ganz gerne das Speedmodul für dich. Aber ich glaube, da habe ich gar keine mehr. Ach so, und die müssen dann noch da raus. So. Und in eine Kiste. Und ich hatte das, glaube ich, schon so eingestellt bei den neuen tollen Ditec-Forschungsdingern, dass die auch alle zukünftigen Tränke bekommen. Also sollten jetzt schon die Flüssigkeitsdinger dahin gebracht werden. Das ist gut. Das heißt, du kannst jetzt schon mal anfangen, das halt zu erforschen. Dauert ein bisschen, weil das halt auch nicht ganz was ist, aber das müsste dann in den nächsten Folgen machbar sein. Goodie, goodie.